Berichterstatter. So, Sie kommen gerade aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Es ist mittlerweile nach 1 Uhr nachts. Wie geht es Ihnen? Wie müde sind Sie und wie lange wird es noch weitergehen? Es war so ein spannender Tag, dass man eigentlich nicht müde werden kann. Wir haben eine sehr, sehr gute Information. Einmal vom Journalisten der Financial Times, Herrn McGrum, bekommen, der sehr umfangreich als Sachverständiger ausgesagt hat. Und jetzt die Bilanzspezialisten, die Frau Professor Köhler wie auch die Frau Dr. Rinker, haben uns noch einmal verdeutlicht, dass hier bei den Wirtschaftsprüfern sehr viel schiefgelaufen ist und dass wir diese Dinge weiter aufarbeiten müssen, wenn wir die Wirtschaftsprüfer dann im Einzelnen noch befragen. Wie kann man sich die Gesprächsrunde jetzt gerade vorstellen? Läuft das wie im Vortrag ab oder werden nur Fragen gestellt? Es ist ein Eingangsstatement, aber wir stellen natürlich hauptsächlich Fragen. Insbesondere die Frage, konnte diese Prüfung auch insgesamt funktionieren? Hat die BaFin mit der Beauftragung der deutschen Prüfungsrechnungsstelle überhaupt die richtige Funktion erfüllen können oder vorgenommen? Also diese Fragen, die sind sehr intensiv, weil das natürlich auch dann die Feststellung später erlaubt, hat hier man letzten Endes völlig falsch reagiert, hat die falschen Instrumente angewandt, um überhaupt diese betrügerischen Bilanzdinge überhaupt zu hinterfragen. Hat man das Geschäftsmodell bei den Prüfern insgesamt überhaupt verstanden? Hat man auch wirklich den Anlass gehabt, nicht tiefer einzusteigen? Also das sind viele Fragen, die natürlich sich in der Zukunft noch zur Beratung kommen müssen. Und welche Konsequenzen wünschen Sie sich aus dem Untersuchungsausschuss? Ja, das kann man sich natürlich nur als Ziel wünschen, dass so etwas niemals in Deutschland mehr möglich ist. Das ist ja ein Betrugsskandal, der vielen Anlegern viel Geld gekostet hat, beziehungsweise den Verlust von sehr vielen Erspartem ergeben hat. Und deswegen darf ein solcher Bilanzbetrug mit vielen anderen Dingen gepaart, Geldwäsche oder dann auch Zahlungsverkehr mit allen möglichen kriminellen Hintergründen, sei es Glücksspiel, Pornogeschäfte oder was auch immer, das alles muss natürlich hinterfragt werden, muss geklärt werden. Also wir müssen dafür arbeiten, dass sowas in Deutschland in der Zukunft nicht mehr möglich wird. Alles klar, vielen Dank.